Hey ho, Schnuckis! Willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt's viel. Viel, was ich euch immer noch nicht gezeigt habe. Die neue Tarte Puder Foundation. Dann RCMA Concealer. Huda Beauty. Und Tarte. Ein Haufen Tarte. Ja, also ich habe hier ganz viele Sachen liegen, die ich euch zeigen will, mit denen ich diesen Look schminke. Ja, und wenn ihr wissen wollt, was ich dazu zu sagen habe, bleibt dran, es geht direkt los. Style and Talk Zeit, juhu! Also ich habe mir mal wieder ein paar Sachen hier hingelegt. Sind alles immer noch groß, zum großen Teil Sachen, die ich euch noch nicht gezeigt habe, über die wir nochmal sprechen wollen. Und ja, wir legen los. Ich habe ein paar Sachen von Tarte, von Huda, RCMA habe ich hier am Start. Ja, ein paar coole Sachen eigentlich. Ich habe schon den Laura Mercier Illuminating Primer drauf. Und ich würde starten mit Concealer. Weil wir arbeiten heute mit einer Puder Foundation und deshalb starten wir jetzt einfach mal mit dem Concealer. Und zwar habe ich mir den hier noch geholt, den RCMA, ja, Concealer. Warte, wie heißt du eigentlich? Auch Premier Liquid Concealer, genauso wie die Foundation. Ich habe zu der Foundation auch schon eine Review gemacht und habe sie in der letzten Zeit auch mal wieder häufiger getragen und finde sie tatsächlich ziemlich gut. Der Concealer macht auch einen guten Eindruck. Ich habe den gestern schon mal ausprobiert und ich würde jetzt einfach mal mit dem Concealer starten. Wir experimentieren. Oh, das war viel zu viel. Ich Dummkopf, ey. Ja, das ist keine Foundation. Nein, Jenny, aber das reicht für 5 Leute. Also, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Produktverschwenderin. Ich will heute ein bisschen großzügiger mit dem Concealer mal arbeiten. Und ich gehe dazu einfach, wie machen wir es denn? Ich gehe mal mit dem Finger in den Concealer. Und ja, es war einfach viel zu viel. Viel zu viel, denn dieser Dips, den ich jetzt hier so einmal reingemacht habe, der reicht eigentlich für, ja, würde für mein ganzes Gesicht schon reichen. Und ihr könnt sehen, ja, ja, der hat's. Oh no, Jenny. Ah, Leute, ist einfach viel zu viel gewesen jetzt. Gut, gucken wir mal. Gucken wir mal, was passiert. Und blenden den mal ordentlich ein. Ich wollte ja ein bisschen großflächiger arbeiten. arbeiten wir eben jetzt sehr großflächig. Ja, wenn man Produkte ausprobiert, ne, dann muss man sich rantasten. Dann funktioniert manches vielleicht auch nicht auf Anhieb. Und ja, so ist das da. Das ist auch nicht schlimm. Dafür habt ihr ja mich. Also ihr wisst jetzt zum Beispiel schon mal, wenn ihr euch diesen Concealer holen solltet, dann ja, nicht so viel Produkt bitte nehmen. Ich gehe jetzt noch mal so ein bisschen rein und gehe mir hier auf meine Rötung. Was habe ich eigentlich hier? Meine Haut ist gerade echt nicht die beste, kann man wirklich sagen. Das ist so lustig, der Januar kommt, meine Haut wird schlecht. Das ist, da kann man echt die Uhr danach stellen. Also ich habe starke Rötungen, ich habe auch jetzt schon wieder ein paar Mal Rosacea Flush bekommen. Also alle, die Rosacea haben, die wissen, was das bedeutet, ne? Dass auf einmal die Wangen brennen und rot werden und man sich so fragt, ja, warum eigentlich? Was habe ich getan? Aus dem Nichts, ja, guck mal. kannst du, ja, hätte ich noch 10 Mal gebrauchen können, ne? Ich gehe jetzt nochmal mit einem angefeuchteten Schwamm ein bisschen über den Concealer, weil ich auch einfach viel zu viel genommen habe. Und ich möchte, dass der nochmal so ein bisschen, ja, der Überschuss abgenommen wird und einfach nochmal ein bisschen Feuchtigkeit dazu kommt. Das mache ich in letzter Zeit tatsächlich häufiger. Ihr wisst ja, ne, ich und Schwämme, ich bin ja eigentlich so, da muss ich ja aufstehen und den nass machen. Ist ja gar nicht mein Ding. Aber im Moment, dadurch, dass meine Haut auch so furchtbar trocken ist, habe ich das Gefühl, dass das Sinn macht. Wobei, jetzt weiß ich auch, warum ich Schwämmchen nicht so geil finde. Weil ich hatte doch gerade Concealer auf der Nase, ne? Der ist jetzt weg. Also den habe ich quasi gerade mit dem Schwämmchen, ja, ins Nirvana weggeblendet.
Deshalb, ja, bin ich, ich habe diesen Halbchen, Schwämmchen-Hype nie so recht verstanden. Also von daher, ja. Seht ihr, jetzt brauche ich doch nochmal so ein kleines bisschen Concealer. Aber wirklich nur ein kleines bisschen. Von dem, der ist nämlich wirklich, ja. Der hat es in sich. Ich habe ihn schon getestet und ich fand, dass er am Anfang sehr schön saftig und glowy war. Im Laufe des Tages doch allerdings schon, ja, ordentlich getrocknet ist. Also es war jetzt nicht irgendwie super, super trocken, aber es war dann nicht mehr so glowy und glossy wie am Anfang. Schade. Trotzdem hat er mir ganz gut gefallen. Ich teste den natürlich noch mal ein bisschen weiter für euch. Auch bei der Foundation war ich mir am Anfang so ein bisschen uneins und habe dann am Ende es richtig gut gefunden. Ne? Also ich probiere es weiter. Ich habe mir auch das Puder geholt. Die haben auch, als sie die Foundation und den Concealer rausgebracht haben, haben die ein Puder rausgebracht. Auch Premier Pressed Powder heißt das und ich habe das in Weiß. Ich würde jetzt einfach damit unterm Auge und hier in diesem Bereich so ganz leicht ein bisschen setten. Ich habe das gestern schon, auch das schon benutzt. Das ist schon auf der matten Seite, muss man sagen. Wenn man dann aber am Ende einen Concealer, einen Setting Spray wieder drüber gibt und so, dann, ja, dann relativiert sich das wieder. Ich würde aber tatsächlich heute das nur in meine T-Zone ein bisschen geben und nicht noch woanders hin. Also wirklich nur so ein bisschen, wo ich meinen Concealer aufgetragen habe, bisschen hier, weil mir das, glaube ich, sonst zu trocken ist. Ich habe da übrigens die Farbe Translucent. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das gefällt, wisst ihr? Also ich finde das Puder durchaus interessant. Ihr könnt jetzt sehen, ich bin jetzt mega krass mattiert. Also ich sehe gerade aus wie eine Trockenpflaume. Aber glaubt mir, im Prozess, trust the process, ihr wisst, ja. Also im Laufe des Schminkens und den Sachen, die ich noch hinzugebe, wird sich das relativieren. Also das hatte ich gestern auch. Deshalb, aber auch da, ich bin noch am Austesten. Ne? Also nagelt mich hier auf nichts fest. Dann habe ich ja bei Tarte bestellt und habe da einiges liegen. Ich hole das mal. Ich hole das mal nach vorne. Und zwar hat Tarte ja zum einen eine neue Foundation. Ich verlinke euch das Video. Habe ich schon einen Foundation-Freitag von gedreht. Von der neuen Shape Tape Cloud Coverage. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin ja ein absoluter Tarte-Fan. Ihr wisst das, ich liebe Tarte. Die machen so unfassbar geile Base-Produkte. Also, pff, Hammer. Die haben eine neue Foundation rausgebracht. Und zwar Puder Foundation. Amazonian Clay Gem Powder Foundation. So, ich habe auch die alte. Das war mir schon recht klar, oder ich bin davon ausgegangen, dass das der Vorgänger ist und dass die neue reformulierte ist. Und die hier scheint es auch nicht mehr zu geben, die alte. Die hieß übrigens Amazonian Clay Full Coverage Airbrush Foundation. Ich bin nie so richtig, richtig, richtig damit warm geworden. Also es war immer so ganz nett, wisst ihr, also war immer ganz okay. Aber so richtig große Liebe ist daraus nie geworden. Deshalb, ich habe die auch sehr selten, bei mir gesehen. Also wenn ich dann eine Mineral Foundation oder eine Powder Foundation genommen habe, habe ich dann andere genommen. Ja, zum Beispiel die von Laura Mercier oder von Makeup Forever. Die Powder Foundation ist der Knaller. Oder jetzt eben von Fenty. Trotzdem hat es mich gejuckt. Ja, ihr wisst, ich liebe Tarte und ich habe die beiden eben auch schon mal so ein bisschen miteinander, ja, verglichen auf der Hand. Was einfach als allererstes auffällt, ich habe bei beiden Light Sand und die hier, seht ihr schon auch hier im Dingens, ist auf jeden Fall dunkler.
Das war auch immer was, wo ich auch gesagt habe, ich kann die wirklich nur im Sommer tragen, weil die ist mir eigentlich ein bisschen zu dunkel. Das heißt, die neue ist heller. In dem Fall jetzt bei Light Sand, wie das bei anderen Tönen ist, kann ich euch nicht sagen. Und dann ist mir aufgefallen, so beim Rumswatchen, ich glaube, dass die alte eine größere Deckkraft hat. Das wäre so, was ich sagen kann auf den ersten Swatch. Und dass die neue ein Ticken cremiger wirkt als die alte. Das sind so die groben, ja, Vergleiche, die ich da so ziehen kann. Ich nehme jetzt einmal ganz kurz ein bisschen Setting Spray und lasse das nochmal, also hier von Dominique einfach, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt ein bisschen zu trocken. Und jetzt habe ich Wetten, das ganze Setting Spray auf der Brille. Geht. Geht. Einfach ein bisschen, damit die Feuchtigkeit ein bisschen zurückkommt in mein Gesicht. Und ein bisschen hier. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne? Ah, diesen kleinen Ventilator hier, den habe ich übrigens bei Asus gekauft. Der ist von Revolution. Der hat sogar ein kleines Licht. Ah, Licht. Ja, nettes Gimmick, ne? Braucht man nicht unbedingt. Aber ist nett. Ist auf jeden Fall nett. So. Das fühlt sich doch alles schon mal gut an. So. Die Foundation. Dann habe ich gekauft. Alles übrigens bei Tarte selbst bestellt. Ich bestelle gerne bei Tarte und wenn ich was von Tarte kaufe, kaufe ich es meistens auf deren Internetseite. Weil super schnell, ohne Hackmeck, ohne Zoll oder sowas in der Art, richtig ganz tolle Seite, muss ich wirklich sagen. Und zwar habe ich bestellt dieses Teil. Es heißt Breezy Cream Blush and Bronzer Palette von dieser C-Reihe. Ich wollte schon dauernd mal diese Creme-Produkte von Tarte ausprobieren. Die haben ja Creme-Bronzer, Creme-Blushes und so rausgebracht. Wollte es irgendwie immer schon ausprobieren. Habe es dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht und finde es jetzt voll geil, dass sie es in eine Palette gepackt haben. Finde ich richtig cool, weil so eine klassische Only-Cream-Palette gibt es halt auch gar nicht so oft, ne? Und ja. Damit fuchteln wir heute rum. Und dann haben sie ein neues Blush rausgebracht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob es neu ist. Aber mich hat diese Verpackung so angemacht. Übrigens, überhaupt Tarte, da macht mich fast alles an, ne? Muss man echt sagen. Amazonian Clay 24-Hour Blush. Also ein Blush von denen in der Farbe Bloom. Und ich finde, es sah im Internet deutlich intensiver aus, muss man echt sagen. Ganz ehrlich, hätte ich gesehen, dass die Farbe so soft ist, weiß ich nicht, ob ich es genommen hätte. Wir werden das aber gleich schön benutzen und uns angucken. Und dann den Rest, Augen und so, erzähle ich euch gleich. Jetzt frage ich mich nur gerade so in mir selbst, ob ich lieber zuerst die Cremeprodukte auftragen soll und dann mit der Powder Foundation drüber gehen soll. Oder ob ich lieber die Powder Foundation richtig in mein Gesicht einpoliere und dann mit dem Cremeprodukt rübergehe, weil die meisten Cremeprodukte das heute können. Ich mache erst die Foundation. So. Ich habe immer noch nicht den 100%igen Pinsel für Powder Foundation für mich gefunden. Also das ist immer noch nicht abgeschlossen, das Thema. Haut mal raus. Ich nehme den Sonia G Masterface und ja, probier das mal damit. Die sieht so aus, die Foundation, und hat dann hier so ein Puff. Benutzt kein Schwein. Also ich benutze das zumindest nicht. Das ist irgendwie nichts für mich. Aber ich kann jetzt erstmal die ganze Foundation, die hier drin ist. Oh, vielleicht kann man die ganz. Hier staubt's. Gut einarbeiten in den Pinsel. Ich werde jetzt einfach mal erstmal so ein bisschen pressend arbeiten. Okay. Ich glaube, also ich habe sie schon einmal ausprobiert und da hatte ich das Gefühl, zu viel ist nicht gut. Die hat voll den Glow. Guck mal mein Kinn an auf einmal.
Man muss, glaube ich, mit der Dosierung vorsichtig sein. Das ist zum Beispiel bei der Fenty eigentlich überhaupt nicht. Da kannst du drauf knallen, so viel du willst. Ich hatte das Gefühl, dass es in Richtung Cakey ging, als ich zu viel drauf hatte. Ich tupfe meine Sachen meist immer erstmal auf, weil, oder tupfe generell lieber, weil ich möchte darunter Bestehendes nicht ruinieren. Bei solchen Mineral Foundations ist das halt die Frage, ob das Sinn macht. Auf der Stirn mache ich es meistens anders, weil meine Stirn braucht keine Coverage. Ich weiß nicht. Ich weiß es noch nicht, Leute. Wenn ich das sage, ist das meistens kein gutes Zeichen so an sich fürs Produkt. Ich habe das Gefühl oder die Befürchtung, dass man damit cakey wird. So, das ist schon recht viel. Also, vielleicht, wahrscheinlich sieht es für euch gerade wieder richtig gut aus. Also, mehr will ich auf jeden Fall jetzt nicht auftragen. Ich habe sonst wirklich die Befürchtung, dass ich ein Cakeface kriege. Wobei, so an sich, die hier um den Mund, ey, pass mal auf, ich ziehe euch mal ran. Also, das gefällt mir leider um den Mund überhaupt nicht. Könnt ihr sehen, sehr, 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 dröge. Ja. Okay, egal, wir lassen dem Ding mal ein bisschen Zeit. Lassen die mal so ein bisschen sitzen. Das ist, finde ich, bei Foundations immer ratsam, dass man die einfach mal ein bisschen auf der Haut belässt und nicht gleich rumschimpft. Ich mache mal meine Lippen, meine Piercings ein bisschen sauber und dann machen wir weiter. Ich würde jetzt auch einfach mal mit meinen Augen weitermachen und das einfach mal in Ruhe lassen. Und zwar habe ich mir noch zwei von diesen Huda Melted Shadows geholt. Ich habe davon ja schon einen und eine Abonnentin hatte mich darauf wieder volle Lotte angefixt. Ich habe bereits die Farbe Double Pump Latte und Drop Top, das ist das hier. Das habe ich in meinem letzten oder vorletzten Style and Talk benutzt. Und habe mir jetzt nochmal geholt. Ready? Erstmal alles rauspulen. Habe mir geholt Cashmere Robe und Penthouse Suite. Das ist der hier. Und Request Line und Slow Jams. Das sind die hier. Der hier ist so Movi lila. Auf der einen Seite der Matte. Oh, mir schläft schon wieder der Fuß ein, Leute. Und auf der anderen Seite haben die ja immer so eine Glitzerseite. Ich verlinke euch das im Übrigen, wie ich es mir ja vorgenommen habe. Alles unten in der Infobox, nur halt, ich schreibe euch immer die Farben dazu, aber wenn ich die Links mache, dann ist es meistens oder oft eine andere Farbe, die dann angezeigt wird, aber ich schreibe es euch rein. Schön, ne? Schöne Farbe. Vor allen Dingen dieser schimmernde ist extrem schön. Und dann haben wir hier Cashmere Robe. Voll geil. Also die Farben sind richtig geil. Und A Penthouse Suite. Schicki, ne? Sieht schön aus. Ich habe mir auch schon ein Bild gemacht jetzt wieder. Also ich hatte den anderen ja schon und ich fand den damals gut. Und oh, mein Fuß. Ein kleines Problem habe ich damit. Die werden sehr trocken auf den Augen. Aber dadurch, dass meine Augenlider ja im Moment eher ölig sind, ist das nicht ganz so schlimm. Also es ist mittelschlimm, sagen wir mal so. Ich glaube, für Leute, die wirklich trockene Augenlider haben, kann ich mir das echt nicht vorstellen. Also ihr könnt mir ja mal berichten, wenn ihr welche habt. Aber ich finde die schon
ordentlich dröge, auch im Laufe des Tages. Ich nehme natürlich Cashmere Robe, ist ganz klar. Und gebe mir einfach den Matten. Ich habe jetzt keine Base oder so drauf. Tatsächlich halten die wirklich ganz gut als Base. Kann man unterschreiben. Ich gebe mir einfach mit diesem Applikator oben und unten was drauf. Es geht mit denen super easy. Also ist ganz, ganz einfach. Und dann nehme ich mir einen Pinsel. Guckt mal. Hahaha, ich habe meine Pinsel gewaschen. Also zumindest ein Teil davon. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber alle, die ich für Cremeprodukte benutze, die waren so versifft, die hätte ich gar nicht mehr benutzen können. Dementsprechend musste das dran. Hat so ein bisschen was, so ein grungy Look, ne? Gefällt mir, also die Farbe gefällt mir richtig gut. Ich würde den aber ganz gerne noch kombinieren mit einer Palette. Wartet, ich hole sie mal raus. Ich hole sie mal raus, die ich schon ewig hier liegen habe in meiner, muss ich euch noch zeigen, Kiste. Und zwar die White Obsessions von Huda. Ich habe die sogar bei meinem Schminksammlungsvideo, Palettensammlungsvideo, ich verlinke euch das hier, auch vergessen zu zeigen. Ja, weil die war einfach eben in der Schublade vergraben. Und so sieht die aus. Und ich würde gerne hiervon noch ein paar Töne benutzen. Wahrscheinlich, ja, vielleicht das Grau, auf jeden Fall, nee, das hier, um abzudunkeln. Ich finde nämlich die Palette übrigens sehr, sehr schön, muss man sagen, kann ich euch schon mal verraten. Ich nehme jetzt mal hier einen fluffigen Blendepinsel und gehe in diesen Ton hier rein. Ich hatte ja schon mal so eine kleine von Huda, diese Khaki Haze. Und das war eine der beschissensten Paletten, die ich jemals besessen habe. Dass ich konnte die Matten nicht verblenden, ich konnte die gar nicht aufs Auge kriegen, da kam nichts ab. Also ich fand die wirklich schlimm. Das hier ist, ich weiß nicht warum, aber die ist was ganz anderes. Also die ist tausendmal besser, muss man wirklich sagen. Ich verdunkle mir das jetzt hier hinten. Obwohl das jetzt auch gerade hier, das ist gerade, kann, vielleicht ist es die Konsistenz der Base oder so, muss mich schon ein bisschen anstrengen, das hier zu verblenden. Aber farbtechnisch ist die halt hammermäßig, ne, also kann man nicht anders sagen. Ich glaube, ich möchte heute auch ein bisschen was Dunkles schminken. Gestern hatte ich so nicht wirklich was. Heute will ich, glaube ich, ein bisschen auf die Kacke hauen. Ich habe eine neue YouTube-Entdeckung gemacht. Besser gesagt, ich wurde von einer Abonnentin darauf aufmerksam gemacht unter einem Kommentar bei Instagram. Warte mal, ich suche mal ganz kurz ihren Namen, damit ich euch das sagen kann. Und zwar hatte eine Abonnentin irgendwie kommentiert, dass die ein tolles Video irgendwie gemacht hat, und dann habe ich mal geguckt, wer ist das überhaupt? Und zwar heißt die Sherry Voyage. Kennt ihr die? So sieht sie aus. Habt ihr sie schon mal? Das ist ja der Hammer. Ich könnte, also ich, Wahnsinn. Ich bin gerade voll am Videos suchten. Ich suchte in letzter Zeit selten Videos, aber ihre suchte ich gerade, weil sie ist auch eine Make-up-Artistin und ich habe von ihr jetzt gerade aktuell, also sie hat auch richtig geile, interessante Tipps gehabt tatsächlich, die ich noch nicht kannte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. und hat gestern, oder gestern habe ich geguckt, so ein Video 90er Jahre Grunge-Make-up gemacht, so ein bisschen. Und ja, da hat sie mich ein bisschen inspiriert zu so einem grungy Look, auch ordentlich dunkel werde ich den noch machen mit Kajal. Guckt unbedingt mal rein. Also tolle Reviews, tolle Videos, schön gemacht, schöne Frau. Ja, einfach toll. Guckt sie jetzt, weil die geht bestimmt durch die Decke, da bin ich mir sicher. Also das bleibt nicht so. Ja, was nehmen wir denn noch dazu? Also ich würde fast erstmal sagen, dass ich jetzt erstmal den schimmernden hiervon nehme und mir den in den Inner Corner gebe.
Dann haben wir das nämlich schon mal gemacht. Also das wäre dann so, das könnte man dann theoretisch auch so lassen. Gucken, mit welchem Pinsel ich das noch mal ein bisschen verblende. Schnuckis, kommt her. Und zwar mit dem Flat Definer, aber der ungefärbten Ziege-Variante. Natürlich könnt ihr dieses Ding hier auch solo benutzen, ne? Also ihr könntet auch nur den Schimmer einfach ein bisschen übers Augenlid und fertig oder wie auch immer, ne? Da müsst ihr jetzt nicht unbedingt mit einer Palette kombinieren. Aber ich möchte jetzt noch vorne was draufgeben. Ich weiß aber noch nicht was. Ja, die Farben sind geil. Ich zeige euch die mal eben so ein bisschen. Ja, die sind richtig schön schmuddelig. Dieser Lila, ne? Das ist boah, auch voll geil, ne? Jenny, was nimmst du denn? Hier ist das Gold. Das ist auch ein richtig schönes Gold. Also auch so ein bisschen so ein. Ist alles so ein bisschen schmuddelig. Ich glaube, ich mache den hier aufs Lid. Toppe das dann ein bisschen mit dem Lila. Und untenrum nehme ich dieses dunkle. Das ist das hier, glaube ich, gewesen. Was so fast schwarz-gold-metallic ist. Das nehme ich unten. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. So, erstmal Finger sauber machen. Und dann würde ich mal erstmal mit einem Pinsel versuchen, dieses hier aufzunehmen. Wahrscheinlich wird das eher am geilsten mit dem Finger passieren. Ich hoffe, oh, ich will keinen Fallout haben. Ja, komm her, Finger. Ja, das muss man mit dem Finger auftragen. Das lasse ich jetzt ein bisschen hier in das von dem hellen zu dem dunklen einfach so ein bisschen überlaufen. Ja, die kann man echt ganz cool kombinieren. So, okay, dieses Lila war jetzt ganz nett, aber war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt da. Na doch, sieht schon ganz cool aus. Aber ich gehe jetzt trotzdem nochmal mit diesem Topper hier in der Mitte nochmal rüber. Und der ist nämlich richtig geil. Wobei der jetzt auch nicht so knallt. Also die ist schön, aber die ist von der Qualität nicht so krass wie die große. Na, wie heißt sie auch immer? Ihr wisst es. Ihr wisst, was ich meine. Da knallt es. Das kommt schon ganz geil. Ja. Wie heißt sie denn? Rose Quartz, die ich euch auch verlinke, wenn ich die ganzen Verlinkungen, wenn ich daran denke. Ja, das ist schon die kleineren, oder zumindest ist mein Eindruck, dass die kleineren von der Qualität nicht so Mörder sind wie die. Ihr wisst schon. Nehme ich einen schwarzen? Ich nehme schwarz und zwar den Killer Kajal von Too Faced, den man oder den ich zumindest von meiner Wasserlinie abschminken muss. Und gib mir den einfach hier erstmal volle Kanne auf die Wasserlinie unten, auf die Wasserlinie oben und dann richtig hier so richtig in den Wimpernkranz rein. Und ein ganz bisschen hier oben am Wimpernkranz. Aber nicht so dolle, weil ich will den Fokus mehr auf unten legen. Und dann nehme ich diesen doppelseitigen Pinsel von Natasha Denona. Und mit dem versmatsche ich mir das Schwarz ein bisschen. Wobei diesen Killer Kajal, der ist nicht der softeste zum Versmatschen. Also es gibt schon die von Natascha, kann man noch ein bisschen besser verblenden am Ende.
Ja, genau so will ich das haben. Und dann gehe ich nochmal in diesen, in den hier und trage das über das Schwarz ein bisschen auf. Ja, ich habe jetzt hier so ein bisschen Fallout von dem Lila. Ja, aber damit habe ich gerechnet. So hat das Schwarz jetzt unterm Auge auch noch so ein bisschen goldenen Glow. Meine Haut ist ganz schön trocken, muss ich echt mal sagen. Fühlt sich leider auch trocken an. Ja. So, mein Augen-Make-up ist fertig. Ich finde es ganz cool, muss ich sagen. Ich finde es schön so ein bisschen rotzig. Das mag ich ja, wisst ihr. Ja, ich mag. Wir machen mal ein bisschen Creme-Produkte jetzt und gucken mal, ob, weil meine Haut ist gerade echt, sieht echt trocken aus. Meine Stirn hier ist so voller Furchen gerade. Mal gucken, was nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, ich nehme den Sonia G Jumbo Base aus dem Fusion Set und fange damit einfach mit dem Bronzer an. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das funktioniert. Also der Bronzer ist schon eher auf der wärmeren Seite. Also es ist nicht irgendwie cool, tralala, sondern der ist schon ordentlich bronzy. Was ich aber auch mag. Also es ist nicht so, dass mir das nicht gefällt. Und ich finde auch die Farbe tatsächlich sehr schön. Ich halte euch auf dem Laufenden, was die Haltbarkeit angeht. Ich habe die schon mal ausprobiert, aber noch nicht so richtig, ne? Also ich habe mal so mit rumgespielt, nur noch nicht wirklich ausprobiert, wie die sich so im Laufe des Tages macht. Aber ihr könnt ja sehen, also lässt sich völlig mühelos verblenden. Völlig problemlos. Bisschen ans Hexenkinn. Schubidu, ja. Ich finde, ist schön. Was sagt ihr? Ja. Jep, jep, jep. Ich brauchte auch jetzt dringend Farbe. Ich sah gerade so kalkweiß aus. Und dann, natürlich beide Blushes, ist ja ganz klar. Ich fange erstmal hier mit diesem an. Und gebe mir das hier in den hinteren Bereich. Das ist extrem schön von der Farbe. So ein bisschen, ja, Movi passt auf jeden Fall jetzt ganz cool zu dem Look. Und sehr schön pigmentiert. Also das freut mich ja mal wieder. Ihr wisst ja, nicht pigmentiert ist nicht mein Ding. Ich ziehe mir das ruhig hier so ein bisschen nach oben. Das hier ist übrigens der Classic Base von Sonia G. Auch aus dem Fusion Set. Ich finde wirklich, das Fusion Set ist für Creme-Produkte. Also wenn ihr wirklich was richtig Tolles sucht für Creme-Produkte, dann ist das, da ist eigentlich alles mit abgedeckt. Das ist wirklich ein tolles Set. Wobei ich glaube nicht, dass das aktuell verfügbar ist. Sehr schön. Und dann nehme ich natürlich diesen helleren und der hat so ein bisschen goldenen Schimmer, also der hier nicht, der ist matt und der hier hat so ein bisschen goldenen Schimmer und den gebe ich mir ein bisschen hier in dem Bereich noch auf. Ich habe jetzt neulich bei Instagram, habe ich so ein Reel gesehen mit diesen Puff Paints von Natasha und da stand so neuester Trend 2022 Ombre Blush. Und ich so, bam, ja, genau. Also es gibt wirklich extrem selten mal einen Tag, wo ich nur einen Blush nehme. Also wirklich selten. Und gerne von vorne etwas mehr
heller und dann nach hinten ein bisschen dunkler. Schön, ne? Guck mal. Könnt ihr jetzt nicht sagen, dass das zu viel ist? Also ehrlich. Jetzt sagt mal, jetzt seid mal ehrlich. Das ist doch wunderbar. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Pinsel, den ich eben benutzt habe für die Foundation, so hier vorne so ganz leicht lang. Also ich, mir gefällt das. Mir gefällt das. Ich finde das Packaging so ein bisschen auf der Billo-Seite, muss man sagen. Liegt aber auch vielleicht einfach daran, dass der so groß ist und deshalb so ein bisschen flimsy. Wisst ihr, so ein bisschen ist aber in Ordnung. Also ist, die ist auch nicht monstermäßig teuer, ne? Also deshalb bin ich da eigentlich ganz, will ich gar nicht meckern. Ich will gar nicht meckern. Ihr seht jetzt, ich habe keinen Highlighter drauf und ich glaube, dabei werde ich es auch belassen. Wir haben jetzt hier noch das Rouge liegen, das andere Rouge, und das haue ich natürlich jetzt da drüber. Ist jetzt für euch immer so eine Sache, ihr könnt natürlich dann die Farbe nicht wirklich erkennen, weil ich das einfach als Topper benutze. Aber hier ist die, ja, hier ist die Farbe. Na, die ist schon schön, ne? Also ich glaube, das wird sehr vielen Leuten gefallen. Und ich glaube, als Topper jetzt nochmal so drüber mit einer leichten Hand. Ihr kennt ja meine leichte Hand, nicht wahr? Glaube ich, ist das ganz schön. Hier ist es jetzt drüber und da nicht. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht ein Rouge ist, das ich so generell dann eher als Topper nehme. Die sollen ja super lange halten. Ich hatte auch mal welche, also, oder ich habe auch welche. Ich gehe jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen, ne, hier so rüber. Ich mache das hauptsächlich, weil ich ziehe ja meinen Rouge recht weit nach vorne, um meine Rötungen zu kaschieren. Und ich finde, wenn ich dann hier so rüber gehe, dann verblendet sich das alles schöner. Und da ich ja sowieso auf viel Rouge stehe, darf das bei mir gerne überall sein. Also falls ihr euch fragt, warum ich meinen Rouge immer schon relativ weit unten oder weit hier platziere, ist einfach, das Rouge kaschiert dann meine Rötungen. Dann sieht man die Rötungen nicht mehr so, aber dafür hat man da viel Rouge drauf. So. Also ich weiß, im Moment tragen ja alle nur hier auf, was ich auch geil finde, aber bei mir ist es dann so, wenn ich hier auftrage, dann kommen hier die Rötungen. Das macht für mich dann halt, ja, es sieht dann eh aus, als hätte ich bis dahin Rouge drauf. Dann kann ich da auch Rouge drauf machen, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, ich mache jetzt mal eben schnell meine Augenbrauen und Setting Spray und dann machen wir noch die Lippen. Leute, ich habe die Base des Grauens. Ich bin froh, dass ich heute Maske tragen muss. Ich habe wirklich die Base des Grauens. Ich habe gerade das All-Nighter Setting Spray drüber gesprüht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier, meine Poren sind so derart hervorgehoben und vergrößert. In jeder Pore kann man dieses Puder sehen. Oh, ist das schrecklich. Ist das übel? Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Erster Eindruck ist es bei mir jetzt wirklich, also zweiter Eindruck. Beim ersten Eindruck hatte ich ja schon das Gefühl, ich sehe ein bisschen cakey aus. Zweiter Eindruck ist auch nicht so gut. Also muss ich wirklich sagen, ich kann mir auch nicht, zweimal nicht so gut mit unterschiedlichen Produkten drunter. Ich weiß nicht. Also das gucke ich mir jetzt erstmal im Laufe des Tages an. Natürlich jetzt durch das All-Nighter Ultra Glow habe ich natürlich Ultra Glow. Ja, also das ist wirklich für mich the one and only. Ne? Also ich kann es nur immer wieder sagen. Ich habe so viele Setting Sprays hier rumstehen und ich benutze im Moment eigentlich immer nur die beiden. Also ich benutze hauptsächlich die beiden. Und ich habe so viele da stehen. Hier von Rare Beauty, das ist auch nicht schlecht, ne? Aber das Dominique Cosmetics benutze ich so voll oft so zwischendurch, um nochmal ein bisschen Feuchtigkeit zu machen. Und ja, zum Schluss immer das All-Nighter Ultra Glow, ne? Ich vergöttere das. Lippen. Ich habe mir einen neuen Lippenstift geholt von Huda. Und zwar Interview heißt der. Den hatte ich auch neulich schon mal drauf. Da wurde ich auch wieder super häufig drauf angesprochen. Das ist ein matter. Ich hatte mal wieder Bock auf matten Lippenstift.
Der hält halt voll geil, ne? Also, die Matten von Huda, die halten mega. Und ich hatte halt mal wieder Lust auf so richtig pure, richtig echten Lippenstift. Und ich habe schon einen Matten, wartet mal. Ich habe schon Joyride, den habe ich mal bekommen. Irgendwo war der mal mit dabei. Als Goodie. Joyride und Interview. Das hier ist Joyride, das ist Interview, den ich jetzt drauf habe. Ja, ich finde die wirklich, also die sind auch wirklich gut, muss ich sagen, von der Formulierung. Die sind schon matt, aber nicht so totmatt und sie lassen die Lippen nicht ganz so verschrumpelt aussehen. Natürlich, das ist jetzt kein glossy, juicy Lippenstift, sondern es ist halt ein matter Lippenstift und die haben ja immer so ein bisschen, dass sie die Lippen so ein bisschen faltiger aussehen lassen, aber ich finde es bei dem tatsächlich überhaupt nicht schlimm, muss ich sagen. Also kann man wirklich sehr gut machen, die Matten von Huda. Gefallen mir. Ja, ja, das war's schon, ne? Das ist das Ende des Videos. Ich finde den Concealer nach wie vor ganz gut. Gestern hat er mir besser gefallen als heute. Ist halt mit der Haut so eine Sache. Bei dem Puder von RCMA gestern hat es mir auch besser gefallen als heute. Vielleicht hätte ich auch nicht so viel mit Puder hantieren sollen. Vielleicht nicht das und noch das andere Puder. Muss man mal gucken. Mache ich aber ansonsten zum Beispiel mit meiner Huda, mit meiner Fenty Puder Foundation auch. Ne? Das hätte ich erst gewisse Stellen, zum Beispiel mit dem Laura Mercier Secret Blurring Powder for Under Eyes. Und macht zum Schluss dann nochmal die Puder Foundation drüber. Ne? Und das funktioniert hervorragend. Also von daher, ja, ist das nicht generell auszuschließen, dass man so arbeitet. Ich finde diese Melted-Dinger ganz cool. Wobei, seid wirklich so ein bisschen auf der Hut, wenn ihr trockene Augenlider habt. Könnte das ein bisschen unangenehm werden. Die Lidschattenpalette fand ich damals, als ich sie geholt habe und schon mal benutzt habe, auch da schon toll. Wie gesagt, ich hatte sie euch nur noch nicht gezeigt. Ich finde die wirklich schön und muss man die haben? Natürlich nicht, aber es ist auch kein Fail, so wie diese Khaki Haze. Die war einfach wirklich, die ging gar nicht, die ging gar nicht. Die Palette finde ich sehr schön. Die werde ich auf jeden Fall wieder benutzen und die hat mir jetzt auch so den nötigen Glow wieder gegeben. Den Bronzer habe ich ja gar nicht gesettet. Werde mal gucken, ob ich das noch mache. Ich arbeite, obwohl ich trockene Haut habe, sehr viel mit Puder noch oben drüber. Das, ja, gucke ich mir mal an. Ich finde das Blush auch schön. Das habe ich auch schon solo ausprobiert. Ist jetzt nichts Sensationelles, aber es ist ein schönes Blush. Auf jeden Fall. Ja, und mit der Foundation. Jetzt geht's irgendwie wieder, aber es ist nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sage, juhu, ich muss unbedingt diese Foundation tragen. Kann ich mir gerade nicht so vorstellen. Also, ist ähnlich wie bei der alten. Die alte, da habe ich auch schon gedacht, ja, ist ganz nett, aber ist jetzt nicht so, dass ich ausrasten möchte. Ja. Ja, das war's. Ich wünsche euch wie immer was ganz, ganz Tolles und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.